Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Jo, in der letzten Folge haben wir damit begonnen, hier einfach mal die Küche umzubauen. Und damit werden wir jetzt erstmal fortfahren. Jo. Da kommt die Wasserleitung hier mal hoch. Sieht so aus, als würde es passen. Dann brauchen wir hier höchstwahrscheinlich noch überall Strom. Vorsichtshalber können wir ja alles nochmal anschließen. Man weiß ja nicht. Wenn man es doch weiß, dann will man es gar nicht wissen. Sicher ist ja bekanntlich sicher. So, damit wäre erstmal alles angeschlossen. Und dann beschleunigen wir hier alles. Damit in der Küche weitergebaut werden kann. So, wunderbar. Dann können wir hier in der Küche jetzt 15 Häftlinge zulassen. Das sind doch schon ein paar mehr als hier. Dann können wir die hier abziehen. Und die Küche als Küche entmaterialisieren. Sehr schön. Ja, die Fliesen müssen wir dann bei Zeiten auch mal rausreißen. Aber jetzt haben wir mehr Platz, wir haben mehr Essen. Das wird schon laufen. Oh, habe ich den Herd hier falsch rum eingebaut? Nee, habe ich nicht. Er war nur nicht verbaut. Eine ist da schon am Kochen. Ich meine, am Abwaschen. Wo sind meine restlichen Köche denn hin? Es wird zumindest noch geschlafen, das ist gut. Essen haben wir leider noch keins da. Gleich wird hier geduscht werden. Na kommt Leute, macht mal hin. So, Duschzeit. Und natürlich haben wir hier sofort einen Schraubendreher gefunden. Und damit da keiner Waffen reinschmuggelt, würde ich mal sagen, gönnen wir uns hier noch einen Metalldetektor. Der hat natürlich keinen Strom. Jetzt wird er aber einen haben. Ich glaube, die Küche hat Priorität. Ein Warmwasserboiler könnte man da auch mal bei Zeiten hinstellen, hier irgendwo hin. Der benötigt dann auch Strom. Und natürlich eine Wasserleitung. So. Und dann haben wir zu wenig Kapital, weil das Besserungsprogramm einfach mal 1250 Dollar kostet. Nun gut. Bewährungsanhörungen haben wir jetzt wieder zwei parallel. Na komm, da mal rein mit dir. Der kommt raus. Und der kommt auch raus. 6000 Dollar für uns. Sehr schön. Arbeitszeit senken kommt nicht in Frage. Das werden die schon irgendwie aushalten. Und wenn sie dabei draufgehen. Im schlimmsten Fall haben wir wieder einen Aufstand. Das passt schon so. So, Essen wird wieder angeliefert. Hier in der Küche kocht noch keiner von unseren Häftlingen. Was ich schade finde. Na klar, die haben höchstwahrscheinlich einen sehr langen Fußmarsch in die Küche. Oh, Stromausfall? Hehe. Moment, mach mal Pause. Ich glaube, wir haben hier einfach mal zu viel angeschlossen. Wie viel Strom haben wir denn hier noch zur Verfügung? Eine ganze Menge. Also werden wir die Küche mal von hier aus speisen. Nun gut.
Nun gut, nun gut, nun gut. Ach ja, ich habe zu wenig Kapital. Moment. Das können wir schnell mal korrigieren. Verkaufen wir es ihm direkt aus der Hand raus. So, das dürfte jetzt vorerst reichen. Damit wir den Stromanschluss hier verlegen können. Das alles wird beschleunigt. Na kommt Leute, strengt euch an. Beeilt euch. Jo. Passt es jetzt? Genau, hier wurde es abgetrennt. Na kommt schon Leute, baut da die Stromkabel hin. Die Zellen sind halt noch alle geöffnet. Das sollte ziemlich fix gehen. Ansonsten gibt es heute nichts zu futtern. Na kommt, beeilt euch. Hopp, hopp. Oh, da gab es wieder ein Blutbad. Turner. 2%, du kommst hier raus. Achso, der hat da rumgezockt. Also wo wir jetzt die ganzen Herde vom System genommen haben, also die halbe Küche. Ja, dafür sind wir jetzt hier auf voller Leistung. So, dementsprechend können wir den Warmwasserboiler hier anschließen. So, Essenszeit. Und es gibt bei weitem nicht genug Nahrung für alle. Yay. Naja, solche Probleme können schon mal auftauchen. So, die Tür kann hier entriegelt bleiben vorerst. Das passt dann schon. Damit hier durchgelaufen, also damit die hier durchlaufen können. So. Da haben wir direkt wieder einen Bewusstlosen. Eine Sitzung der Bewährungsanhörung findet momentan nicht statt. So. Wir gönnen uns hier natürlich nochmal eine Gangverlängerung. Hier bitte ebenfalls. Damit wir hier dann noch mehr Bewährungsräume hinbasteln können. Das darf dann auch alles beschleunigt werden. Und die Kantine wird endlich mal wieder sauber gemacht. Was ist denn dein Vergehen? Ploppt da gleich mal was auf? Nö. Ja, hier wird überall was gefunden. Er könnte rauskommen. So, Häftlinge. Nur noch 91 von geringem Risiko. 35 mal hohes Risiko, 48 mal normales Risiko. Ich glaube, sobald wir genug Bewährungsräume haben, läuft die ganze Sache. Da fehlt der Wasseranschluss. Verstehe. Dann können wir das Ganze hier auch noch beschleunigen. Strom haben wir hier eine ganze Menge und hier laufen wir auf volle Pulle. Könnte problematisch werden. Moment. Das jetzt nur fürs Personal? Dann läuft die Sache. Bekommen wir genug Nahrung hin? Und jetzt ist die Essenszeit wieder vorbei. So schnell konnten die gar nicht reagieren. Bedürfnisse. Ja, Nahrung ist wirklich ein Problem. Da kommt die Hälfte gar nicht erst an. Oh oh.
Wo wird denn hier wieder geprügelt? Ständig passiert hier etwas, nur bekommen wir es einfach zu selten mit. Ach, guck mal, die Türen sind doch zu. Also passt die Sache. Und da fehlt jetzt wieder die Warmwasserleitung. Brauchen wir hier zum Abspülen auch Warmwasser? Höchstwahrscheinlich wird es dadurch sauberer. Ja, kann ja nicht schaden. Und wir haben 9577. Sehr schön, da wurden wieder Sachen repariert. Die Räume sind soweit fertig. Dementsprechend können wir hier wieder Wände einreißen. Auch das wird beschleunigt. Weil solange wir hier mehr als genug Bauarbeiter haben, müssen wir das ausnutzen. Die Frage ist, was mache ich jetzt wieder mit der Küche? Oh, guck mal. Das können wir auch noch abreißen, weil den Kühlschrank braucht ja nun wirklich keiner. So. Gut, dann kommen hier auch noch ein paar Herde hin. Und vielleicht noch eine weitere Spüle. Die dann natürlich auch mit Wasser angeschlossen werden muss. Moment. Irgendwie verstehe ich das nicht, aber gut. Solange das Wasser da durchfließt, ist ja alles in Ordnung. Ja, das Teil wurde ja noch nicht hingebaut. Ist aber absolut in Ordnung. Und da gerade wieder Schlafenszeit ist, können wir durchaus eine Razzia durchführen. Aus dem einfachen Grund. Moment. Ihr kommt bald durch. Vielleicht finden wir mal wieder irgendwelche Tunnel, die es hier drin einfach nicht, die hier drin einfach nichts verloren haben. Wäre schon schön. Wie viele Köche haben wir denn? Sechs. Vielleicht gönnen wir uns jetzt noch einen siebten. Oh, was hat er da wieder falsch gebaut? Richtig, die Wände. Ich glaube, das wird mir noch öfters passieren. So, Strom. Und Strom. Und dann benötigen wir hier 6. 6. Passt da auch noch mal einer hin? Ganz knapp. Dann bekommen wir hier eine ganze Menge Bewährungsräume. So. Ein, zwei, Mauer. Ein, zwei, Tür. Ein, zwei, Mauer. Ein, zwei, Tür. Und jetzt ist schon wieder Duschzeit. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich glaube, einen Tunnel haben wir nicht entdeckt. Schade. Ihr könnt euch hier mal trotzdem ein bisschen beeilen. Yay, kein Strom mehr. Also die Verteilung muss ich da mal wirklich irgendwie managen. Guck mal, hier sind wir noch auf voller Leistung. Hier aber nicht mehr. Weißt du was? Das Ganze trennen wir mal hier ab.
und schließen dafür hier wieder an. Dann bis hier ZZ, wenn ich bitten darf. So, der nächste Raum ist fertig. Dann reißen wir mal die Wände hier ein. Hey, wunderbar. Das lief ja wie geschmiert. Ach so, hier ist ja wieder das Problem, dass ich das hier nicht getrennt habe. Also nochmal auf Anfang. Das verbinden wir hier wieder. Und dafür reißen wir es hier ab. Und hier. Und verbinden es mit dem Zeug. Eieieiei. Stromprobleme en masse. Kann ich hier wieder einschalten? Minimaler Strom. Ja, wir laufen jetzt momentan auf voller Lutsche beidseitig. So, hier sind wir auch auf voller Lutsche. Nein. Weißt du was? Ersetzen wir hier noch den Zaun, damit es da nicht so stark zieht. Na kommt Leute, beeilt euch. Die Razzia wird mal abgebrochen. So, gucken wir mal. Können wir dich einschalten? Ja. Dann hätten wir hier wieder Strom. Und hier haben wir auch wieder Strom. Passt. Also für weitere Expansionszwecke brauchen wir dann einen weiteren Stromkreis. Heute wird es wieder knapp mit dem Essen. So. Sehr schön. Dann ziehen wir hier eine Mauer entlang. Und hier. Eigentlich hätte es ja hier gereicht, aber passt schon. So, noch ein paar Bewährungsräume. So, noch ein paar Tische. Genau, dann kommt da noch Personal hin überall. Ach ja, muss ja auch alles erst gebaut werden. Strom haben wir bis ganz nach oben. Ist dann schon mal gut. Gebaut wird hier auch. So, wunderbar. Überall wird hier wieder Kleinzeug gefunden. Hey, Essenszeit und wir haben mal wieder nicht ausreichend Futter. Naja, solange die Schwerknastis alles bekommen, ist ja alles in Ordnung. So, hier fehlt noch der Tisch. Erweitern wir hier nochmal unser Personal. So, sehr schön. Dann müssen wir natürlich noch die Programme starten. Bewährung. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Nun gut. So. Bewährung. Bewährung. Und Bewährung.
Läuft. So, also bekommen wir pro Tag eine ganze Menge Geld rein. Sehr schön. So, wenn wir die leichte, also die niedrige Sicherheit aussortiert haben, öffnen wir mal wieder die Tore. Wie viele von der niedrigen Sicherheit haben wir denn noch drin? Noch 84. Läuft ja quasi. So, jetzt haben wir erstmal wieder Hofgang. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es mit den Bewährungen läuft. Oh, guck mal, da kommen die ganzen Bewährungsanwälte, die sich da auf ihre Aufgabe vorbereiten. Genau, du da rein. Also dann, wie das hier weiterläuft, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.